Vorausgesetzt natürlich, man weiß, wie man ihn zubereiten muss. Meine ersten Grillkäseversuche sind damals kläglich gescheitert, weil mir ja, dass der Grillkäse einfach verbrannt ist. Weil das dann, ich hatte mir zwei Stück gemacht, also man braucht dafür praktisch zwei Scheiben Käse und vier Scheiben Toast. Man schmiert die Außenseite des einen Brotes ein bisschen mit Butter rein, legt das dann in die heiße Pfanne, darauf kommt dann eine Scheibe Käse und auf diese Scheibe Käse kommt dann wieder eine Scheibe Toast. Und auf dieser Scheibe Toast kommt auf der Außenseite wieder etwas Butter, weil man das ja wenden muss. Und so brät man dann praktisch das, bis der Käse geschmolzen ist und halt diese Brotscheiben zusammenbleiben. Ja, mit dem Unterschied, dass das dann beim zweiten Brot wirklich so schnell ist, dass das teilweise schon verbrannt ist und das ging nicht wirklich gut und das war auch nicht schön. Was macht er denn jetzt? Tanzen, das Übliche. Brauchst du nicht, red mal mit deinen Pflanzen. Hör auf zu tanzen. Du brauchst dringend. Hä, was macht ihr denn? Dü-dü-dü. Bananas und Unkraut jeden. Mit Pflanze sprechen, das braucht er dringend. Bayou Sabe, Toba Boyo. Hey boy, a flavor. Yeah, sure. Er muss Perfect shall dringend we? mit seiner Pflanze sprechen. Das Well, klingt ein bisschen Tor. merkwürdig, aber macht Yeah, Sinn. Bahira Terange, Flanobe. Looks like Bama. Payoon. Habaray. Na, Banane, wie geht's dir? Dafna. Bist du heute schon gewachsen? Wie hängt denn alles so? Schon wieder tanzen, hör auf. Jäten. Was auch immer das für komische Dinger sind, die wo da beim Jäten losgezupft werden. Was ist das? Ich vermute mal, das kommt einfach nur, weil hier halt Löwenzahn und sowas halt sitzt, dass deswegen halt da diese Löwenzahn-Pusteblumen-Dinger da sind halt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oh Gott. Kann ich denn was upgraden? Vor allem upgraden, weißt du? Was haben wir denn hier? Was willst du denn schon wieder? Dämliches Google. Ach, fertig. Irgendwo konnte ich düngen. Hier. Bitte einmal düngen. Hör auf zu tanzen und geh düngen. Komm schon. Einmal übers Beet pieseln und gut ist. So, jetzt kann er eigentlich mal auf den Pott. Wenn ich ihn finde, den Pott. Einmal auf den Pott. Und dann kannst du eigentlich noch ein bisschen mit deinen Pflanzen quatschen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, der ist wirklich auch, der hat auch zugenommen. Die kriegen alle einen fetteren Arsch irgendwie, habe ich so das Gefühl. Kann der dich nicht hinsetzen? Aber weißt du, was ich mal tue?
mal, da ist ein kleines Lämpchen gewesen. Was ich aber mal tue, ist das Fenster mal auf die andere Seite zu setzen. Weil, wo sich Sira vorhin so geschämt hat, ich glaube, da konnten die Leute wirklich irgendwie zum Fenster reingucken. Und wenn die sich hier am Duschen ist, geht das ja nicht. Geht das dann ja nicht, weil ja hier das Fenster dann praktisch zu der Seite zeigt, wo sie ja gerade nicht am Duschen ist. Also ich kann es mir nur so vorstellen jedenfalls. Also von daher, deswegen habe ich das jetzt mal geändert gerade. Und der ist, der ist doch dicker geworden. Der ist auf jeden Fall dicker geworden. Ich glaube, ich muss hier mal ein Laufband oder irgendwo irgendwas hinsetzen. Haben wir vielleicht ein Laufband, wo nicht ganz so teuer ist? Haben wir überhaupt ein Laufband? Oder muss ich das vielleicht auch separat kaufen? Nee, hier. Was kostet das? 900! Uff. Oh, puh. Das ist teuer. Ein billigeres gibt's nicht? Alter. Oh, puh. Es juckt. Mir juckt gerade der Kopf. Moment. Ah. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, das Kratzen. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass die alle fetter geworden sind. Er hat noch nicht mal richtig angefangen und schwitzt schon wie Sau. Geil. Langsam, Jungs. Langsam. Die erste Fitnessstunde. Da kam er jetzt wohl versehentlich an das Ding ran. Wie guckt der denn bitte? Er sieht aus, als wäre er tot. Huch, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Das sieht irgendwie gruselig aus. Ich töte dich gleich. Jetzt gibt er aber Gas, der Gute. Der kann sonst gar nichts machen, außer zu trainieren erst. Oh, ich mag solche Laufbänder nicht. Nicht, weil ich irgendwie zu faul bin zu trainieren oder sowas, das auf keinen Fall. Aber ein falscher Schritt, weißt du, und du liegst mit der Fresse erstmal am Boden und das ist mein Problem. Ja klar, einmal kurz trainiert und dann erstmal wieder Party machen. Ne? Klar, warum nicht? Muss ja auch mal sein. Aber der Gute muss ja noch was... Der muss hier ja noch was machen. Und er muss die Kochfähigkeit noch erhöhen. Das heißt, wir kochen jetzt noch mal ein bisschen was. Spezialrezept. Was alberne Gummibärchenpfannkuchen. Ach so, weil er verspielt ist. Ah ja, warum eigentlich nicht? Dann komm. Schnucki. Und mach mal ein paar alberne Gummibärchen-Pfannkuchen. Simoleons. Ey, doch so viel. So, meine Liebe, wie geht's dir denn? Ah ja, klar, warum nicht? Komm rüber.
Oh, Lo hat das Rezept für Spaghetti und Erdbeerkuchen gelernt. Boah, Erdbeerkuchen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Ach so, der ist noch dabei. Was ist denn? Braucht einen Tag frei. Hä? Die hat gerade mal 2 Tage gearbeitet und braucht dringend einen Tag frei. Ist die doof? Die hat überhaupt keinen Stress. Deren geht's prima. Hä? Warum darf der da reinmarschieren? Ich dachte, das wäre abgeschlossen. Ich dachte, das wäre für alle abgeschlossen, außer für Law. Hä? Verstehe ich nicht. Ist mir Rätsel. Hi, wie geht's? Du kannst mal was essen tun. Voll der Pferdearsch, weißt du? Wie im echten Leben einfach. Wie im echten Leben. Bei mir kannst du auch ein Tablett draufstellen, kannst rumtragen. Was so? Das ist so unfassbar sinnlos, was die da machen. Guck dir das mal an. Weißt du, sie steht auf, nimmt den Teller hoch, steckt ihn in die Tasche und knuddelt ihn dann erst und dann stellst du den Teller wieder hin und setzt dich wieder und isst. Das ist so unfassbar sinnlos. Sowas macht ein realer Mensch alles im Sitzen während dem Essen. Weißt du, wir kriegen Kinder beim Essen von daher, weißt du? Und die Sims kriegst du nicht mal gebacken, sich während dem Essen zu unterhalten. Was hast du denn geplant? Aufräumen. Ah ja, gut. Ja. Schnucki, was musst du noch machen? 75%, du musst noch mal kochen. Spül du erstmal ab, bevor du das wieder. Kann ich. Auch Blaubeer-Bagels sehen lecker aus. Du wolltest doch mit Sicherheit eh nur wieder tanzen. Ich kenne dich doch. Dancing on the floor. Was der schon alles gekocht hat, die dürften eigentlich die nächsten 2 Wochen nicht mehr verhungern. Aber das Zeug läuft ja ab. Lala. Was Bagels? Ich wollte gerade sagen, Bagels macht man in der Pfanne seit wann? Aber ich glaube, ich muss mir, wenn ich mal wieder einkaufen gehe und wenn dann so einen kleinen Zitronenkuchen oder sowas mitnehmen, weil ich habe so Bock auf Kuchen, bin aber ehrlich gesagt zu faul, selber einen Kuchen zu backen. Was macht der jetzt? So, bist du fertig? Ja, sehr schön, passt. So, der nächste Arbeitstag kann kommen, ne? Wie schaut es denn hier aus? Er könnte eigentlich mal pullern und duschen. Oh, guck mal. Hallo? Habe ich nicht gesagt duschen? Habe ich das nicht schon gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. Mach mal sauber hier, wenn du schon mal da bist. Wunschlos glücklich, der Gute. Hä? Hände waschen? Nein, säubern. Entschuldigung. Jetzt braucht er wenigstens nicht mehr duschen.
Jetzt hat er sich so auf die Hände gewaschen, dass er auch so komplett sauber ist, weißt du? Hast irgendwie schon seit, keine Ahnung, 4 Wochen den Arsch nicht mehr abgewischt. Aber hier 30 Mal Hände waschen behebt auch das, ne? Alter. Wenn schon die Fliegen überall dran rumfummeln. Ach, guck mal, sie tanzen. Komm, tanz mal mit. Gruppenaktivität. Dass dein Sozialbedürfnis wieder steigt. Muss ich halt immer in die Beziehung einmischen, weißt du? Oh, ich verstehe. So. Monster unterm Bett einsprühen. Ah ja. Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr nervige Geste in Sims 4, wenn du eine Familie hast. Oh. Das war sehr nervig. Vor allem Sira hat damals Drillinge bekommen. Oh. Alter, war das anstrengend. Alter Schwede. Weil irgendwie durch, ich weiß nicht, durch ein paar Fehler, ich konnte die Babys nicht in den Hochstuhl setzen, weil sie von hinten nicht an den Hochstuhl rankamen. Dann sind die Kinder wirklich alle drei gleichzeitig nachts wach geworden, weil Monster da war. Ständig mussten die Monster eingesprüht werden. Ständig mussten die Kinder beruhigt werden. Und das jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Dann gibt es dann irgendwie so ein Poster oder eine Wandlampe oder sowas, die Monster fernhält. Aber trotzdem kamen die immer und immer und immer wieder. Und das hat so genervt. Oh, das war so assi. Das war so unsagbar assi mit diesen Monstern. Ich glaube, mittlerweile habe ich gelesen, wurde das deutlich besser gemacht und verändert und genervt, weil das war jede Nacht alle drei mehrmals wach geworden. Also so schlafen keine normalen Kinder. Ich meine, die werden auch mal nachts wach, weil sie schlecht geträumt haben oder so. Passiert sogar Erwachsenen, aber so oft, wie das Kindern passiert in Sims 4, das ist, Alter, das war nicht mal feierlich. Aber soweit ich weiß, wurde das mittlerweile geändert. Gott sei Dank. Boah, ey. Vielleicht kriegen wir das in diesem Let's Play ja auch noch zu sehen. Wer weiß, wer weiß. So, der gute Lo ist gleich satt. Und dann kann man ihn eigentlich nochmal die Hände waschen lassen. Die Kruste am Bob ist noch ein bisschen verstärken. Und dann kann er eigentlich auch mal schlafen gehen, so langsam. Was? Jetzt geht er mit dem Essen ins Bad. Wer macht das denn? Jetzt geht er mit dem Essen ins Bad, wäscht sich zwischendurch die Hände und isst wieder weiter. Hä? Was macht er? Ja klar, und jetzt natürlich. Jetzt watzte. Stellt er einfach mal den leeren Teller irgendwo ins Bad und geht pennen. Klar, ich habe auch nichts Besseres zu tun, als mir irgendwie mein Essen mit aufs Klo zu nehmen. Mich am besten noch aufs Klo zu setzen mit meinem Essen. Und dann einfach mal den Teller im Bad stehen lassen und dann pennen zu gehen. Also ich habe, ich habe auch manchmal... Ja, jetzt sollst du nicht mit deinen Pflanzen reden, jetzt sollst du schlafen gehen. Was ist denn los mit dir? Oh Mann. Oh Mann. Also die Logik in diesem Spiel ist manchmal doch sehr, sehr weit hergeholt. Ich meine, ich habe auch ganz gerne, weil ich habe so einen kleinen Couchtisch nebendran stehen, halt wo mein PC ist und da wird halt mal wirklich der leere Teller vom Mittagessen abgestellt oder so. Das kommt vor. Kommt eigentlich sogar sehr häufig vor.
Allerdings, wenn ich dann Richtung Küche marschiere, nehme ich das ganze Zeug meistens mit und wird dann noch gespült am gleichen Tag oder spätestens am nächsten Tag, bevor es halt zu muffeln anfängt. Aber dass ich das da irgendwo im Bad stehen lasse oder keine Ahnung, an den unmöglichsten Stellen, irgendwie auf dem Regal, auf dem Schrank, auf dem Boden. Wer macht das denn? Deswegen sei mal dahingestellt, wie logisch und real eigentlich Sims 4 dargestellt ist, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Es macht halt einfach Spaß, mal zu spielen und mal was anderes zu spielen, als immer nur irgendwelche Action-Dinger. So. Und damit würde ich jetzt auch mal sagen, ich beende diese Folge und diese Aufnahme für diese Woche. Habt Spaß beim Gucken und ab morgen dann wieder Graveyard Keeper, wie gewohnt, ne? Also macht's gut. Ciao, ihr Süßen.